Okay, so. Ich lese gerade, ich soll die Tauschquest fertig machen. Dann möge ich bitte um Input bitten, welche mir sagt... Da kannst du es fertig machen. Uhu, die Monster auf Kokolint befürchten, dass der Windfisch bald aufwachen wird. Noch sind die Monster real und halten alles auf, was diese Insel zu zerstören könnte, mag. Aber der Tag X ist sehr nah. Geh nun auf die Adlerfestung. Fliege, du kannst es! Sailor Moon! Bei der Meerjungfrau ist die Statue für die Schuppe. Okay, ich weiß noch nicht mal, wo die Meerjungfrau war. Das ist prinzipiell nicht so gut. Die ist aber auch hier irgendwo, oder? Die Bitch war ja irgendwo. Chillt hier irgendwo rum und dachte sich so, yeah, Bruder, das ist halt ein richtig guter Ort, um hier so ein bisschen zu chillen. Ich werde das Spiel ein bisschen leiser machen wieder, weil das wieder mega laut geworden ist. Ho! Okay, so, das sollte einigermaßen gut sein. Ich swimme gerade mal so ein bisschen nach hier. Ich glaube, die war hier irgendwo, ne? Genau, da war die. Aber wie kam ich da nochmal hin? Also, ich weiß, wie ich da hinkomme. Also, ja. Ja, natürlich. Wenn jetzt hier halt irgendwo... Ah, guck mal. Okay, das machen wir. Easy, set and done. Wieso kann ich unter dem Dude nicht durchlaufen, Alter? Das macht mich von allen Dingen echt am fertigsten so. Der soll am Fliegen sein, aber ich kann nicht unter dem durchlaufen, weil er mir einfach Schaden macht. Okay, ich kann da drin nicht lang. Hä? Warte mal, kann ich hier vielleicht weiter nach unten? Ich kann da nicht rüber, oder? Oh, ich hasse diese Map so sehr, Alter. Ich freue mich halt wirklich, wirklich doll auf die Änderungen, die mir das Remake bringt, weil ich hoffe, dass dann so eine Situation halt nicht wieder auftritt, dass ich mir jetzt denke, hey, cool, ich könnte jetzt unten langlaufen. Haha, nein, weil hier geht's nicht weiter. Guck mal, du musst jetzt hier einmal rumlaufen. Hier einmal rum. Hier rum, dann bist du da. Ich hab jetzt spontan echt keine Ahnung, wo zur Hölle ich hin müsste. Mein Kopf rattert, aber mir fällt nichts ein. Ich glaube nämlich, da muss ich irgendwie nach oben und dann muss ich da irgendwo lang. So, dann müssen wir irgendwie hier lang. Vielleicht soll ich gerade mal die Bomben ablegen, weil die echt gefährlich sind. So. Aber das hier war ja auch nicht richtig, oder? Genau, dann komme ich hier wieder runter. Oh, aber ich kann hier langlaufen, oder? Genau, das ist hoffentlich richtig. Jetzt einfach hier hoch, hier lang, hier runter. Okay, ich glaube, das ist der richtige Weg, Alter. Ah, das ist nicht in Ordnung, Mann. Das ist halt echt, holy shit, dieser ganze Weg. Warte, da komme ich nicht lang, oder? Ist das euer verfickter Ernst jetzt? Doch, ich komme hier lang. Ich wollte mich schon aufregen, aber gut, wir haben das hingekriegt. Oh, fuck. Du hast die fehlende Schuppe in die Nixon-Statue gesteckt. Jetzt. Okay. Aber was? Oh, hier sind unsichtbare Gegner? Ein Glück können wir sie einfach vaporisieren, Alter. Okay. Die Lupe, jetzt kannst du Dinge sehen und lesen, die vorher unsichtbar waren. Das ist... Oh, okay, das waren so eine Spaßvögel einfach.
Das war ja mega lustig. Okay, 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 cool. Okay, 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 okay. Oh mein Gott, sind sie großartig und packen hier einfach 1 Milliarde an Herzen hin. Holy shit, ich hasse Hamburg. So, okay, irgendwas wollte ich noch machen. Ach genau, Leute gehen mir immer einfach ultra hardcore auf den Sack, dass ich diese Muschelquest beenden soll. Also würde ich die einfach gerade auch mal beenden. Das heißt aber, dass wir jetzt die Muscheln suchen müssen. Oder zumindest, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? 11. 9 Stück fehlen mir noch. Also zumindest halt 9 sollte ich suchen. Ich weiß, dass hier irgendwo so ein Abkürzungsgeysir ist, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo der war. Da ist der! Erst verdient 999 Crocs suchen. Dieses Spiel, Alter. Halt, ich mag's echt gerne, aber fuck, ist diese Map einfach echt scheiße. Also halt wirklich. Du musst hier jeden Popel auswendig lernen, ansonsten läufst du einfach immer 100 Mal in die falsche Richtung. Kaboom! So. Hier ruht der fliegende Gockel. So, ich glaube, hier müssen wir die Ocarina spielen, ne? Mit dem dritten Lied. Oder auch nicht. Tja, Ah, okay. Da seht ihr, ich musste das Lied spielen. Dann hat es geklappt. Jeder, der was anderes behauptet, hat noch nie dieses Spiel gespielt. Okay, weiter geht's. Wow, was ist das denn? Hier muss ich jetzt aber das Lied spielen. Das ist ja cool. Wow, der Gockel lebt wieder. Und nett scheint er auch zu sein. Was mache ich jetzt mit dem? Oh je, er fliegt, er fliegt, er fliegt. Okay, und... Ach, er folgt mir jetzt einfach. Okay, gut. So, dann können wir auch noch den Boomerang holen, weil der ist ja auch hier irgendwo. Aber jetzt müssen wir zum Bananenhaus, ne? Dass es halt irgendwo ist. So. Ich bin jetzt Pokémon-Trainer. Kaboom! Gott, ich freue mich so auf das Remake, Mann. Ich glaube, das wird echt lustig. So, hey Bruder. Letzte Nacht hat das Meer etwas wirklich Tolles angespült. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Nein. Okay, was kann ich auf den B-Knopf packen, was wir nicht mehr brauchen? Ist die Ocarina... die Ocarina brauchen wir noch, ne? Habe ich irgendwas Sinnloses? Ich brauche das alles noch. Ich kann euch das Schild weggeben, wobei ich das Schild halt echt nie benutze. Das kann echt weg, ne? Okay, das Schild möchte er nicht. Er sagt so, nee, das Schild nehme ich nicht.
Das finde ich jetzt prinzipiell... Ah, kann ich ihm nicht Bomben geben? Weil Bomben kann ich auch neu kaufen. Ich tausche es mit... Dass du auf dem B-Knopf hast. Okay. Oh, du dumme Bitch. Gib dir das. Ich hätte, das geht alles nicht, oder? Ich muss ihm halt irgendwie... Weiß ich nicht. Ah, warte. Ich tausche es mit dir gegen das, was du auf dem B-Knopf hast. Ja, er will halt. Alles, was ich auf dem B-Knopf habe, will er nicht. Ich gebe ihm doch nicht den ganzen anderen Kram. Die Schaufel brauche ich noch, das hier brauche ich noch. Das will er bestimmt nicht. Das hier brauche ich noch. Ich glaube, die Ocarina kann ich ihm geben, weil ich sie spontan eigentlich nicht brauche, oder? Ich kann nur die Schaufel geben, der sich da... Dann verzichte ich. Weil ich brauche ich den Boomerang noch, wenn ich das Ding hier habe, welches eh halt übelst krass ist, so. Just saying. Gut, dann suchen wir mal die restlichen Muscheln. Die paar sind ja nur 9, also eigentlich sollte das nicht so mega kompliziert sein, glaube ich. Ich mag es, dass mir ein Hühnchen hinterherläuft. Das macht mich ein bisschen glücklich. Ich habe gesehen, dass ich im ersten Part irgendwo war, in irgendeiner Höhle, wo es halt echt praktisch war, wenn man irgendwie alle Sachen hatte. Und ich weiß nicht mehr, wo das war, ehrlich gesagt. Das war irgendwo am Anfang hier. War das hier drin? Nope. Anders sonst. Wo zur Hölle war ich, dass ich das brauchte? Okay, vielleicht war das hier irgendwo. In irgendeiner Höhle. Vielleicht war sie da oben. Warte. Dass die hier war. Aha, guck mal. Damit können wir doch was anfangen. Auch nicht. Kann ich nicht den Gockel nehmen und mit ihm rüberfliegen? Beste Situation einfach. Nice. So, aber das war nicht die Höhle, die ich meinte, ehrlich gesagt. Da war noch irgendwo eine. Ich kann ja gar nicht über die ganze Map fliegen, das finde ich ja schade. Also auch nicht hier, ich bin schon viel zu weit. Das war irgendwo am Anfang. Oh Gott. Die Höhle nicht, ich meine. Hi, heil mich mal. Lass mich deine Wunden heilen, entspanne dich und schließe die Augen. Oh. Sir Nexus, danke für 15 Monate Treue. Hier hast du einen kleinen Hippie-Hype. Und danke an Egoist für 25 Bits, Mann. Ganze 25 Cent, die in meine Tasche wanderten. Sogar weniger eigentlich.
So. Ich weiß nicht, wo diese Höhle ist, die ich meine. Das ist ein bisschen anstrengend. Bricht halt ein bisschen das Pacing, aber was soll's. Ich werde sie irgendwann finden, wohl oder übel. Das hier könnte sie gewesen sein. Ah nee, das war sie nicht. Ich weiß es halt echt nicht. Wo war die nochmal? Okay, warte mal. Ich weiß, dass eine in einem Geheimraum im ersten Tempel ist. Und das machen wir gerade mal. Außerdem ist hier irgendwo eine, aber ich glaube, die habe ich schon gefunden. Ja, die habe ich natürlich schon gefunden. Das Ding habe ich schon dreimal abgegrast. Gut, dann speeden wir gerade mal runter zum Tempel. Gehen da mal rein und holen uns eine von den Shells, die wir noch nicht haben. Das, weil ich weiß, dass ich den noch nicht habe. Der Steffo ist da. Ihr müsst alle dem Steffo einen Besuch abstatten, weil der ist einer der lustigsten Menschen der Welt. Und einer der sympathischsten Menschen der Welt. Ich bin instant verliebt, als ich den gesehen habe. Und dachte mir, oh Mann, wie toll es wäre, eine Beziehung mit diesem Menschen zu haben. Aber das wird leider nie passieren. Er teilt diese Trauer mit mir und schaut auf seinem Kanal vorbei. Irgendwo, warte, wo war denn jetzt nochmal der Tempel? Ich weiß, dass er hier irgendwo war. Aha, hier. Level 1. Ich muss irgendwie zur Seite, glaube ich. Wow. Okay, das ist nicht richtig. Dudli 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 dumm. Eieiei. Oh, sie machen so wenig Schaden, das ist fast süß. Das hier? Nein. War das? Hier war das. Dudli 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 dumm. Okay, dann packen wir da jetzt nämlich eine Bombe hin. Du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. Okay. Habe das schon mal gefunden. Dann ist jetzt natürlich die Question aller Questions. Okay, ich weiß, wo die nächste ist. Wow. Ich habe das Schwert ausgerüstet, okay. Dudli 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 dumm. Jetzt müssen wir in das Hundehaus, weil im Hundehaus ist die nächste. Das weiß ich natürlich auswendig und nicht, weil ich das zufällig vielleicht offen haben könnte. So. Boink, boink. Oh mein Gott, Reggie hört auf. Habt ihr das schon mitbekommen? Holy shit, ich war sehr überrascht, als ich das gelesen habe. Das war total... What? Oh Gott, kannst du nicht mit mir reden, bitte? So. Okay, danach habe ich die schon... Okay, dann gehen wir gerade mal zum Shell-Dingsbums. Ich hab vergessen, wo das nochmal war, aber das finden wir schon. Ey, Reggie hört auf. Das ist total überraschend. Das hat mich halt echt so... Ich war so, was? Aber dann habe ich halt gelernt, dass der Typ schon seit 15 Jahren bei Nintendo ist. Der ist halt 60. Okay? Ich finde, der sieht halt aus wie 40 oder so.
Also der sieht nicht alt aus, finde ich. Ich hätte nicht gedacht, dass der schon im Rentenalter ist. Aber ist er einfach. Holy shit, Mann. Das ist halt voll crazy. Und der neue Nintendo-Chef heißt einfach Bowser. Und das Beste war einfach, der Typ hat in seinem Ankündigungsbild einfach Mario und Luigi mit einem GameCube-Kabel irgendwo gefesselt im Hintergrund, während da ganz viele Goombas darum liegen hat. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen süß. Das war ein bisschen cute, muss ich sagen. Ist da dann natürlich nur die Frage, bekommt er den Posten, weil er ihn verdient hat, oder bekommt er den Posten, weil er einfach gute Brownie Points wegen seinem Namen bekommen hat? Weil wenn ich Bowser heißen würde, wäre ich wahrscheinlich auch Chef von Nintendo, so. Ah, wo war denn jetzt nochmal das Dings mit den Muscheln? Es war jetzt nicht so mega versteckt eigentlich. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Du. Feierwalli, Mannbusbrunnen. Wetter auf der Karte kann ich das leider auch nicht sehen, oder? Shop. Posiere für ein tolles Erinnerungsfoto. Nee. Altteilerhöhung. Geierwallis Reformhaus. Hexenhäuschen. Ist es denn das hier? Muschelbazar. Ah, okay. Wir müssen noch nach da unten. Also, ich hänge jetzt nicht so total doll an Reggie. So soll das jetzt nicht unbedingt rüberkommen. Ich fand, der Typ hatte einfach krasses Meme-Potenzial und dafür schätze ich ihn sehr wert. Aber, halt. Keine Ahnung, hat er was Cooles gemacht eigentlich? Außer halt Shows zu hosten? Also wenn ich jetzt so spontan darüber nachdenke, was hat der eigentlich gemacht? Weil ich meine, Nintendo of America macht ja eigentlich, die machen ja nur PR, also die entwickeln ja nicht. Die machen ja keine Spiele oder sowas. Ja. Wir sind fast da. Sehr schön. Reggie war ein netter Dude. Das ist sehr schön, dass man für Nintendos Chefposition einfach nur ein netter Dude sein muss. Ich glaube, das kriege ich auch hin. Vielleicht sollte ich mich auf den Posten bewerben, wenn Mr. Bowser dann irgendwann in 15 Jahren zurücktritt. So, was passiert denn, wenn ich jetzt hier reingehe? Es tut sich nichts. Du hast wohl noch nicht genug Muscheln, du Bratze. Die Website sagt mir, dass ich nur 5 Muscheln brauche. Dann bekomme ich ein Geschenk. Was soll denn das? Keine Ahnung, ob ich die habe, aber auf jeden Fall. Wo finde ich denn jetzt Richards Villa? Okay. Kann sein, dass ich die habe, kann sein, dass ich die noch nicht habe. Gehen wir mal hin. Weil irgendwie ein Screen rechts von der Villa ist irgendwo eine Seashell versteckt.
brauchst genau 5. Ist das euer Scheiß Ernst? Was ist das denn für ein bescheuertes System, Alter? Kann ich die Seashells irgendwie abgeben, dass ich genau 5 habe? Also ich werde niemals mit diesem Teil der Map klarkommen. Ich finde ihn einfach so verwirrend. Boink, boink. Weißt du, alles, was ich möchte, ist nach hier zu kommen. Alles, wie ich das erreiche, ist jetzt hier einmal drumherum zu laufen. Oh, meine Güte, Alter. Dum, dum, da-da-da-da-dum, da-da-da-dum. Zumindest ist die Musik gut. Gesammelt ist gesammelt. Holy shit. Okay, das ist ziemlich crazy. Ich glaube, deswegen sagen sie halt auch irgendwie 20 Muscheln brauchst du maximal, aber du kannst halt mehrere sammeln, aber es bringt dir halt nichts. Okay, so, das ist jetzt gelogen. Das ist jetzt die Villa, ne? Richards Villa. Go to the Seashell Mansion. Fuck. Scheiße, das war alles falsche Menschen. No, wir sind nicht richtig. Ich bin so ein Idiot, Alter. Warum mache ich so einen Quatsch? Kommando zurück. Wir müssen einen kompletten Weg wieder zurücklaufen. Ah, wie konnte das denn passieren? Nein, Link, tu doch sowas nicht. Oh Gott, hier sind wir auch nicht. Oh Gott, wie komme ich wieder zurück? Okay, wir müssen nach hier. Okay, wir müssen nicht nach hier. Richard! Fuck! Ah. Das kommt davon, wenn du dich mit mir anlegst, stirbst du einfach. Instant. So, weil die müssen nach hier und dann müssen wir... Okay, das habe ich schon. Sehr gut. Ein Glück haben wir das jetzt rausgefunden. Vielleicht sollte ich nicht hier warten, sondern einfach mal hier oben. Okay. Vielleicht habe ich die noch nicht. Gehen wir mal nach da. Jetzt müssen wir zu dem Punkt der Map, wo ich mich die ganze Zeit verlaufe. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ah, wir haben es gefunden. Und zwar hier. Aha, guck mal, du hast eine Zaubermuschel gefunden. Wenn du genug davon gesammelt hast, kannst du etwas Feines bekommen. So, wie viel haben wir denn nochmal? Da 14. Okay, 6 Stück brauchen wir noch. Okay, warte. Ich glaube, das habe ich tatsächlich. Genau, die habe ich. Ach nee, die habe ich auch. Und ich hasse dieses Spiel so sehr. Weißt du, bei 10 Shells hätte ich auch nochmal eine umsonst bekommen. Jetzt sag mir bitte, dass ich bei 15 wieder eine kriege. Dann bin ich echt glücklich. Okay, die habe ich. Die habe ich. Die habe ich nicht. Once you leave Key Cavern with the Pegasus Boots, head one screen north, one screen west, you see a telephone booth, this screen, but there's a... Huh? Ich weiß nicht, wo das ist. Was ist denn Key Cavern nochmal? Das ist, nee, das hier kann es nicht sein. Das ist irgendwo anders.
Okay. Ah, was war Key Cavern nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Kann ich halt verwirrt durch die Gegend laufen, bis ich irgendwann diese eine Map finde? Kann ich eigentlich die killen? Ich hätte auch das Hühnchen nehmen können, um darüber zu fliegen. Warum mache ich es mir immer so schwer? Ach man, ist das kompliziert. Oh Gott, ich möchte weinen. Ich hätte einfach direkt schon noch eine aufsammeln können. So, die hier hatte ich ja, ne? Die war ja hier irgendwo. Genau, die habe ich schon. Jetzt stell dir vor, die hätten uns einfach einen einfachen Weg hier runtergegeben. Wie krass das einfach wäre. So, Fun Fact. Ich weiß, dass hier noch einer drin ist. Passen Sie auf. Tada! Du hast deine Zaubermuschel gefunden. Yes! Danke, Queen. Aber das war nicht die, die ich finden wollte, ehrlich gesagt. Die, die ich finden wollte, ist halt... I don't know, irgendwo. Hier oder da oben. Halt, wo ist die? Ich weiß es halt echt nicht. Vielleicht ist sie auch hier irgendwo. Telefonhäuschen, ich wette, da ist sie irgendwie. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Oh. Wir haben es geschafft, Mann, wir haben es geschafft. Wir sind hier. Pass auf, pass auf. Pass auf und halt deine Boobies fest, Mann. Bam. Petzt, okay? Es fehlen uns nur noch vier. Vier, 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 vier. Endlich. Oh. Eine Triade Jahre später sind wir endlich da, wo wir hin müssen. Was habe ich heute gemacht? Ich habe einen Kuchen gebacken, lustigerweise. Und ich weiß nicht so ganz, warum. Doch, ich weiß, warum. Ich gucke die ganze Zeit Nailed It auf Netflix. Wie heißt es auf Deutsch? Das Gelbe vom Ei. Richtig gute... Guter deutscher Titel. Halt, Pro-Tipps an Netflix für diesen Titel. Aha. Haha. Und, ich hatte total Bock zu kochen deswegen, weil ich mir dachte, hey, was die können, kann ich auch. Und dann habe ich einfach mal einen Kuchen gemacht. Ta-da-da-da-da-da-da-da. Und dann hatte ich plötzlich eine richtig geile Torte. Und jetzt fehlen mir nur noch drei Muscheln und dann habe ich alle. Oh mein Gott. So, okay, weil für meinen nächsten Trick brauche ich ein Hühnchen, mit dem ich hier rüberfliegen kann. Und dann muss ich nach hier. Und ta-da-da-da, wir haben noch eine Muschel gefunden. Jetzt fehlen uns nur noch zwei, okay? Das kriegen wir hin. Wir kommen unserem Ziel verdächtig nahe, würde ich sagen. Wir haben das bald geschafft. Ha! Uhu, der Weg ist schwer, doch du bist fast am Ziel. Gehe nach Osten, der Windfisch wartet schon. Okay, aber zuerst muss ich... Oh Gott, warte, wo muss ich nochmal hin? Ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Kann ich mit dir nach da oben fliegen? Ah, oh, das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich da hoch konnte, hätten. So. Vielleicht muss ich hier lang. Ah! Ah! Oh Gott! Mensch, was ist das denn?
Ha! Uff, uff. Holy shit. Ach genau, da war ja was, ne? Kann ich hier rüber? Nope. Ich kann das Huhn rüberwerfen. Das wäre halt cool, wenn ich jetzt einfach eine Bombe legen müsste und dann wär's das gewesen. Haha, aber guck mal, was ich kann. Seht ihr, was ich kann? Ich kann nämlich was ganz Cooles jetzt. Ta-da-da-da-da-da. Ach verdammt, das ist nur ein Rubin. Oh Mann. Ah. Dann halt so. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Okay, ich weiß aber, dass ich hier richtig bin. Ah, haltet euch fest. Warte. Pass auf. So, das hier, so. Ah, nee, warte. Oh, ich komme da nicht rüber. Ach, dieses Spiel. Da müssen wir halt erst nach da oben und dann darüber und dann ist alles cool. Das wird ja immer besser. So, Bruder, flieg nicht rüber. Okay, so, das haben wir gefunden. Ey, noch zwei Stück. Nee, noch eine. Noch eine einzige, Mann. Noch eine einzige. Okay, okay. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo sie ist, wo ich hin muss. Ach, ich kann ja auch nicht runter. Ist hier irgendwas? Das ist so prädestiniert, dass man hier mal gräbt, ehrlich gesagt. Weird flex, but okay. Oh, das gibt's doch nicht. So. Lass mich kurz schauen. Das war richtig klug. Hier bin ich aber falsch. Ich muss tatsächlich irgendwie wieder nach unten. Ich muss nämlich nach dort, oder? Aha, hier bin ich richtig. Da muss ich rein. Okay. Okay, warte. Das kriegen wir hin. Ich habe total Bock auf Resident Evil Revelations. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was mich dazu führt, dieses Spiel tatsächlich spielen zu wollen. Aber ich habe total Bock drauf. Gott, ich hasse dieses Spiel. Aber ich habe so Bock drauf, Mann. Au. Ja, dann halt nicht. Haltet eure Kinder fest, denn es wird jetzt richtig krass. So. Okay, hier sind einfach nur Rubine drin. Tatsächlich. So. Wow. Ah, ich habe eine Bombe dahingelegt, ich Idiot. Du hast 20 Rubine gefunden. Na toll, was mache ich damit, ehrlich gesagt? So, jetzt gehen wir hier hin. Lasst uns killen und haben 20
fucking Muscheln. Holy shit, okay? Oh mein Gott. Oh fuck. Ja, okay. Seht ihr das? Seht ihr die Zahl? Seht ihr diese Zahl? Die Zahl da oben? Die 20? Wer hat's geschafft? Holy shit. Yes, Mann. Voll gut. Wie komme ich wieder zurück? Ich glaube, das ist der Weg. Ah, warum tötet mich immer alles? Ey, wir können einfach gefühlt 20-fache Energie für das Schwert bekommen, Mann. Das ist halt Wahnsinn. Wo bin ich hier? Ah, hier bin ich richtig, oder? Hier muss ich theoretisch sogar lang. Schätze ich. Die Adlerfestung ist nahe. Vorsicht vor dem Teufelsadler. Ja gut, dann wollen wir da definitiv noch nicht hin. Wir wollen erstmal zum Muscheldings. Oh, ich hasse mein Leben. Wir wollen erstmal nicht sterben. Das ist so erstmal das Hauptziel, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich kann hier runter, oder? Genau. Abkürzung of my life. Ich habe einfach das Hühnchen geschmissen. Es wäre halt cool, wenn man das Huhn benutzen kann, um über die komplette Map zu fliegen. Wo komme ich denn hier lang? Ah, sehr gut. Rein hier. Oh Gott. Okay, das ist eine Möglichkeit, wo wir hin können. Kann ich nicht nochmal reinfallen? Dann komme ich leicht, bitte. Und yes. Oh Gott. Mama, wir haben es geschafft. Es ist soweit. Was ist das denn? Was ist das denn? Was? Ach so, das ist Gras. Okay. Ich dachte gerade, was ist das denn für ein Glitch? Aber gut. Guckt. Warte. Nee, guckt noch nicht. Ich weiß nämlich nicht, wo ich hin muss. Nach da, richtig? Muschelbazar. Los geht's. Ey, wenn ich jetzt richtig bin, ich feier so fucking hart, okay? Ich gehe los und mache mir einfach einen Drink, okay? Und ex den on stream. Ich gehe los und besauf mich hardcore, wenn ich jetzt direkt instant richtig laufe. Ich ex einfach eine Flasche fucking Tequila, Alter. Holy shit, Alter. Oh mein Gott. Bringt den Tequila, Baby. Los geht's. Meine Aufgabe ist erfüllt. Ist das jetzt das Masterschwert? Yes! Oh mein Gott, wie cool! Du besitzt ein neues Schwert. Vielleicht wäre es gut, deinen Namen darauf zu schreiben. Oh mein Gott! Wow! Okay, okay, los geht's! Holy shit! Holy shit, Alter! Holy shit! Wer braucht denn noch einen fucking Boomerang, Alter? Wenn du einfach das hier hast! Das ist ja übelst cool! Oh Gott! Okay, das ist nice, Alter! Nobody cares. Auf geht's. Fucking tot, Mann. Holy shit, ist das übelst cool. Da kommen ja unendlich viele raus.
Nicht in Ordnung. Ja, super. Okay, dann können wir uns ja aufmachen zum nächsten Dungeon. Endlich. Holy shit. Ha.